In diesem Video geht es um Atemschutzmasken, aber zuerst eine kleine Einführung zu meinem neuen Kanal. Mein Kanal heißt Leben mit der Pandemie. Ich habe ihn so genannt, weil ich in ihm Videos über Corona mache, also wie das Leben halt in der Corona-Pandemie sein wird, beziehungsweise wie es ist. Dort werde ich auch so über Masken-Videos machen, wie es zum Beispiel heute der Fall ist. Und über andere Sachen, vielleicht auch über Desinfektionsmittel, über Feste. Und ja, lass uns mal damit anfangen. Insgesamt habe ich 5 Masken mitgebracht. Die haben die Schutzstufe FFP2 und FFP3, beziehungsweise auch KN95, also diese chinesische Schutzstufe. Und ja, fangen wir mal damit an. Also ich denke, zu den medizinischen Masken soll ich eigentlich nichts sagen, denn das sind ja auch diese ganz einfachen Masken. Und die, wie man sehen kann, sitzen halt nicht dicht an, weder an den Seiten noch oben. Und die Schutzwirkung von diesen medizinischen Masken liegt bei 30%. Die Information habe ich aus dem Internet. Gehen wir mal zu einer anderen Maske. Die habe ich mir aus dem Internet bestellt. Kann man sich bei Amazon kaufen. Und die hat die Schutzstufe KN95, also ist eine chinesische Maske. Mit dabei kommen solche Filtereinlagen. Seltsam ist dabei, dass es nur 2 solcher großen Filter gibt und die großen Filter, die passen irgendwie am besten. Sonst gibt es hier diese kleineren Filter. Hier nochmal ein Größenvergleich. Wie man sehen kann, ist dieser Filter größer als der andere. Ich weiß nicht, zu welchen Masken die hier gehört, also ob das so eine Stoffmaske ist oder eher eine FFP2-Maske. Also ich trage sie jetzt nicht mehr, denn es sind ja nur noch diese zertifizierten bzw. medizinischen Masken erlaubt. Und diese Maske hat gar keine CE-Zertifizierung bzw. hat eigentlich auch gar keine Information zum Hersteller. Das Einzige, was man hier findet, ist ein paar Zahlen, ein QR-Code und ein bisschen chinesische Schrift. Ja, den QR-Code habe ich dann im Internet eingegeben bzw. gescannt. Und ja, also was zu den Masken habe ich nicht gefunden. Weiter kommen wir zu den typischen Masken, also FFP2, wie sie jeder kennt. Hier habe ich so eine typische Kiste, also so einen typischen Karton. Und drin sind halt diese üblichen Masken. Also, was ich zu den Masken sagen kann, ist, dass sie einen angenehmen Geruch haben. Bei anderen Firmen bzw. bei anderen Modellen war es nicht der Fall. Und ja, also ich habe hier eine Maske mit, also was sage ich, ich habe einen Karton mit 25 Stück, also 25 Masken und die sind unterschiedlich. Also das ist halt typisch immer so, wenn man mehrere kauft, dann gibt es ja, manche sind gut, manche sind schlecht verarbeitet. Vielleicht sind manche einfach für größere Gesichter, manche für kleinere. Aber manchmal war es auch der Fall bei ein, zwei Masken, dass es einfach, die waren einfach gar nicht zu tragen, weil es einfach Fetzen waren. Also die waren komplett kaputt. Aber sonst angenehmer Geruch. Und ja.
Manche davon sitzen auch dicht. Okay, kommen wir jetzt zu den, sag ich mal, ja, besseren Masken. Also, das ist eigentlich eine gleiche Maske. Die sind sehr gleich. Nur halt, was ich an denen besser finde, ist halt dieses Kopfband. Denn ich denke, jeder kennt es, wenn man lange diese Masken hier an den Ohren trägt, dann spürt man es hier hinten und ja, man sieht damit halt immer besteuert aus, wenn man immer so abstehende Ohren hat. Bei der gibt es zwar ein bisschen Fummelei, bis man die über den Kopf bekommt und dann Bänder drüber und fixieren. Ja, sieht auf jeden Fall professioneller aus. Atemkomfort wie bei jeder anderen FP2-Maske. So sieht die Verpackung davon aus. Und die haben ja auch leider gar keine Dichtlippen. Tja, keine Ahnung, wieso die Regierung immer die einfachsten Masken kauft. Okay, dann habe ich mir hier noch andere im Internet bestellt. Die kann man sich bei Siegmund bestellen. Der Link ist in der Videobeschreibung von den Masken. Das ist hier mal so eine typische Arbeitermaske. So eine richtige Bauarbeitermaske, die man auf einer Baustelle trägt. Die hat hier ein Kopfband, einen ordentlichen Nasenbügel im Vergleich zu anderen Masken. Also jeder kennt es, bei den Masken ist der Nasenbügel eher weich. Hier ist er formstabiler, sodass man ihn nicht andauernd, ja, anfassen muss. Noch ein Komfortmerkmal ist hier diese schöne Dichtlippe. Und natürlich das Ausatmenventil. Bei den Masken will ich aber sagen, dass wenn man infiziert ist, lohnt es sich ja nicht, diese Ventilmaske zu tragen, weil man ja damit andere anstecken kann. Aber wenn man sich ja gut fühlt, beziehungsweise wenn man ein negatives Testergebnis hat, dann kann man die auch von mir aus tragen. Oder wenn man zum Beispiel ja, ein Arzt auf einer Intensivstation ist. Ja. Als nächstes, oder ja, also die Verpackung habe ich ja noch nicht gezeigt. Von diesen FFP2-Masken sieht die Verpackung so aus. Diese Masken sind sehr professionell. Die haben hier noch schöne Anleitung drin auf vielen Sprachen. Das, was ich noch dazu sagen kann, ist, dass die Masken nicht einzeln verpackt sind, so wie es bei anderen Masken der Fall ist. Als nächstes haben wir hier die IFA FFP3-Maske. Von denen gibt es FFP2-Masken im Lidl. Ich habe mir die FP3-Maske aus dem Internet bestellt. So sieht sie aus. Das, was ich zu der sagen kann, ist, dass die Dichtlippen, die haben zuerst so einen unangenehmen Geruch. Bei dieser FP2-Maske war es nicht der Fall. Die hat eigentlich gar nicht gerochen. Bei der hat man zuerst so einen Geruch. Und es ist kein normaler Schaumstoff, sondern es ist eher Gummi. Die Kopfbänder haben hier noch so einen Verschluss. Keine Ahnung, wie man es nennt.
BH-Verschluss oder so. Also, keine Ahnung, was ich jetzt auch besser finde. Vielleicht sind die ohne Verschluss besser. Also es gibt nicht so viel Fummelei. Andererseits kann man sich dann die einfach über den Hals hängen, indem man hier die Bänder nach hinten zieht. Dann hat man hier eine größere Schlaufe und am Ende der Arbeitszeit, beziehungsweise ja, bei mir ist es der Ende des Schultags, kann man sich die dann einfach um den Hals hängen. Ich ziehe sie dann noch mal an. Jetzt wieder hier diese Fummelarbeit mit dem Verschluss, wie ich es auch schon eben sagte. Weil immerhin kann man diese Bänder bei diesem Verschluss, sage ich mal, verstellen. Also man kann sie hier rausziehen. Und ja, so sieht die Maske dann aus. Das, was ich zu den Masken sagen kann, ist, dass man immer vorher die Qualität prüfen sollte. Denn einmal ist es mir hier beim Zuziehen passiert, dass das Ding dann ja zerbrochen ist und ja, es hat mir auf jeden Fall dann den Hals zerkratzt. Das war jetzt nicht so schön. Als letztes habe ich mal einer meiner Lieblingsmasken, beziehungsweise ja, die einzige Maske, die aus Deutschland kommt, ist die Moldix. Also, ja, das ist die einzige deutsche Maske aus meiner Sammlung. Der Rest ist wie immer China. Das, was bei der Maske auffällt, ist, dass sie hier keinen Nasenbügel hat, sondern die ist anatomisch geformt. Also, ja, die passt sich halt ans Gesicht an. Die hat hier eine Dichtlippe, das ist echtes Gummi. Und dieses Plastik ist sehr qualitativ, sehr hochwertig. Und ja, es hat hier auch so einen Clip, so einen Verschluss. Und der ist halt so, sag ich mal, viel einfacher zu bedienen als bei der. Das, was bei dieser Maske noch gut ist, dass sie hier also nicht festgetackert ist, also das Band. Dann kann man es hier immer ja, hin und her regulieren, um den Druck zu verstellen. Und das Ausatmenventil ist auch nicht billig wie bei den Masken. Also manchmal öffnet es sich hier nämlich nicht. Man muss immer stark ausatmen. Und manchmal liegt das einfach hier auf der Backe an. Ja. Aber man merkt schon nach 2 Stunden, dass man, ja, sag ich mal, schlecht Luft bekommt. Also, aber es ist immer noch eine gute Maske. Ja, das war es auch schon in meinem Video. Den Link mache ich mal in die Videobeschreibung, also von den 2 Masken von der Moldex. Also die Moldex war die teuerste, die habe ich mir für 8 Euro gekauft im Jahr 2020, also als es noch diese Wucherpreise gab. Die Masken kann man sich ja schon alle im Internet holen und die braucht man eigentlich auch nicht mehr wegen diesen ganzen
ja, Regeln, Gesetzen. Also die drei Masken sind empfehlenswert. Das war's auch schon mit meinem Video. Danke fürs Zuschauen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Mal.